I'd like to receive like gentle kisses up my legs. I feel open to giving an experience with rope. What I would be happy to give would be some gentle flogging. I think I'd like to lick something out of a vulva. Mm-hmm. That's what I was thinking. Yeah. Yeah. Like some food stuff. The experience is about like wrapping my prey and getting them like in a position where they can't really free themselves and then slowly and sensually devouring my prey. Wenn es so etwas wie den Sinn des Lebens gibt, dann liegt er genau darin, die für sich richtige Form von Liebe zu finden und sie zu leben. Dann redet man nicht, dann macht man Sex und alle sind glücklich. Für mich ging es um Frauenbefreiung, nicht um Kunzelmanns Orgasmusschwierigkeiten. Wirklich, das war mir vollständig egal. Wir müssen Arrangements finden, mit dieser Macht der Liebe umzugehen. Si on libère le sexe, est-ce qu'on libère l'amour? Ça voudrait dire que l'amour est quelque chose de non libre. Liebe ist, sie ist frei, sie ist in sich schon frei. Die romantische Liebe und das Glück, die Lust und die Gewohnheit, das Vertrauen und das Abenteuer, der Sex, die Freiheit. Die Liebe kann so schön sein. Die Liebe kann so furchtbar sein. Macht, Neid, Eifersucht, Bedrohung, Hörigkeit, Besitzdenken. All das kann im Namen der Liebe passieren. Ich würde sagen, die Liebe ist nicht das Höchste im Sinne von der höchste moralische Wert, sondern die Liebe bedarf anderer Kriterien und anderer Instrumente, um sie ethisch auszuleben. Und das wäre für ein ganz wichtiger Begriff wäre für mich die Freiheit aller Beteiligten. Im Namen der Freiheit und der Liebe und des Friedens. Was in den 1960er Jahren in den USA beginnt, breitet sich wenig später auch in Frankreich und Deutschland aus, die 68er-Bewegung. Von nun an werden sich viele Generationen an ihrer Sexualität, der Liebe und der Freiheit aller Beteiligten abarbeiten. Ich bin 1964 nach Deutschland gekommen, wollte weiter Philosophie studieren und dachte, dafür muss ich Deutsch können. Und deswegen bin ich nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Kurze Zeit später ist auch sie da, die Revolte. Vor allem Studentinnen und Studenten kämpfen gegen verkrustete Strukturen, den Vietnamkrieg, die Nachkriegsnazis und die rigide Sexualmoral. Der Kampf um eine freie weibliche Sexualität und für die freie Liebe beginnt. Was in den letzten 60 Jahren passiert ist, ist eine enorme Liberalisierung des Liebesvorganges, des romantischen Marktes. Wir müssen uns noch mal klar machen, wie unfrei die Menschheit eigentlich lange Zeit war. In ihrer Partnerwahl, in der Art, wie sie Sexualität und Liebe ausgelebt hat. Was in einer Ehe passiert. Es fängt schon damit an, dass die Hälfte der Menschheit, nämlich die Frauen, brutal unterdrückt wurden und sehr, sehr wenig zu sagen hat. Es ging also nicht im Grunde über die sexuelle Bewegung oder die sexuelle Befreiung, sondern es ging hauptsächlich um Frauenbefreiung. Wir haben natürlich versucht, ein bisschen Deutschland zu verändern. Ich denke, das haben wir auch gemacht. Ein Aufstand der Jungen gegen die Alten, der Frauen gegen das Patriarchat, der Linken gegen die Rechten. Eine Rebellion, die Herzen und Träume einer Generation erobert.
Berlin ist eine der Hauptstädte dieser Bewegung. Viele junge Leute sind nach Berlin gekommen, um, ja, ich denke, die Muffigkeit in Westdeutschland zu entfliehen. Da war eine Kneipe, das war am Steinplatz. Da waren viele junge Leute, saßen da, war eigentlich sehr voll. Und als ich kam, sah ich erstmal keinen leeren Platz. Das war schwierig. Aber endlich sah ich einen Platz, wo ich sitzen könnte. Dann bin ich dann hin und habe mich hingesetzt. Das war zufällig neben Rudi. Also, und ja, dann haben wir angefangen zu reden. Er war interessant. Er hat diese Haufen Bücher, das war vielleicht so hoch oder vielleicht so hoch, vor sich, die waren alle polnisch. Und deswegen dachte ich zuerst, ich fragte ihn, ob er aus Polen kam. Aber er sagte, nein, er wollte Polnisch lernen, damit er die Bücher lesen konnte. Ich dachte, das war wirklich merkwürdig oder interessant. Rudi Dutschke, Marxist, Soziologe, Wortführer der Studentenbewegung. Seine Jugendjahre erlebte er in der DDR und in der evangelischen Jugend. Seine Studentenzeit ist erfüllt vom revolutionären Kampf gegen den Kapitalismus für eine neue Welt. Ständig aggressiv und subversiv gegen das System vorzugehen, das ist unsere einzige Chance, unser Gefühl der Ohnmacht zu durchbrechen, wirkliche Menschen, Menschen des 21. Jahrhunderts, neue Menschen, nicht kapitalistische Menschen zu werden. Mitten im Kampf für eine neue Welt verändert sich das Privatleben von Rudi Dutschke. Er verliebt sich in Gretchen Klotz, Frauenaktivistin und Philosophiestudentin. Also das war auch ein Problem für Rudi, weil er hat dann gesagt, ja, er ist ein Revolutionär und ein Revolutionär muss die Revolution machen. Und deswegen meinte er, das wäre schwierig, ein Paarverhältnis zu haben. Ja, so aus verschiedenen Gründen bin ich dann weggegangen. Die Revolution frisst ihre Kinder und manchmal auch die Liebe. Der Kampf für eine neue Welt überwindet die alte Sexualmoral noch nicht. On commence à vivre toutes les contradictions entre des modèles de féminité traditionnelle et des modèles de féminité émergents. Entre le féminisme, la révolution sexuelle qui voulait la liberté et le plaisir et l'égalité d'un côté, mais qui voyait encore dans la famille le lieu ultime de l'accomplissement de la féminité. Et je pense que c'est une génération, cette génération, ce moment charnière en particulier, est très confuse. C'est-à-dire que d'un côté, elle est très claire sur ce qu'elle veut, mais elle est confuse encore dans ce mélange, puisqu'il y a de vieux modèles qui coexistent avec de nouveaux modèles. Et je pense qu'une une sensibilité féministe commence à se mettre en place véritablement qu'à partir des années 90 ou du début des années 2000. Über ein halbes Jahrhundert später. Die Revolution fand nicht statt. Die Befreiungen der Frauen und der Liebe schon eher. Feiernd und schlemmend geht es hier nicht um gesellschaftliche Veränderungen, sondern um die eigene Sexualität und die Lust. We met in January 2020 in a Tantra festival in India. Yeah, we really connected, like our brain, like connected quite deeply over the fact that we did not connected with the way we experienced the festival. And then I contacted Alina 6 months later because I had an idea with having a format of like a festival, like a Tantra festival, but without like with this kind of a skeptical mind, and like we call it the no bullshit policy thing. So. Je me suis toujours dit,
quand j'étais petite, le métier que je voulais faire, c'était d'être amoureuse. Enfin, pour moi, c'était, je voulais être amoureuse dans ma vie. Et en fait, en mettant l'amour qui me définit en tant que personne, enfin, mon identité, c'était créée à partir des relations amoureuses. Je pense que dans l'amour, il y a quelque chose qui est souvent, enfin, que ce soit le romantisme, enfin, que ce soit les étiquettes qu'on se met ou même l'amour, enfin, c'est très construit, c'est très codifié et on a un fantasme de ce que devrait être l'amour, un fantasme de ce que devrait être la sexualité. Et je pense que parler de un peu d'anarchisme de l'amour, c'est de déconstruire quelque chose, enfin, d'enlever une certaine hiérarchie. Liebe ohne Definitionen, Sex ohne Scham. Menschen auf der Suche nach ihrer Sexualität und Selbstliebe. Je besser ich lerne, Verlangen und Liebe und emotionale Nähe voneinander zu trennen, desto einfacher fällt es mir, desto mehr Spaß macht es mir und desto besser bin ich da drin, meine Sexualität auszuleben. Und das gibt mir ganz viel. Es geht um sinnlichen Genuss und die Erkundung von Bedürfnissen und Grenzen, losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen. Les gens arrivent le samedi, ils repartent le dimanche. Et on a construit ça de telle façon à ce que le samedi est plein d'exercices, des moments où les personnes vont se reconnecter avec elles-mêmes. Ben, par exemple, on a un exercice qui consiste à communiquer à l'autre la façon dont tu voudrais être touché, en touchant soi-même le fruit. Mais c'est vraiment un exercice de communication et d'expression de ses besoins et quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans ce contexte-là. Les personnes ont besoin d'abord de se reconnecter avec elles-mêmes avant de pouvoir se reconnecter avec d'autres personnes pendant la soirée. Für mich persönlich war Essen eigentlich mein erster Kontakt mit Lust. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind einfach gegessen habe und ich habe es so genossen. Bin auch ziemlich expressiv und habe es einfach richtig genossen, war laut und dann, was mir gesagt wurde von meinen Eltern oder von Erwachsenen, ist gut, dass du es genießt, aber fahr mal einen Gang runter. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht kapiert. I guess the concept of the menu is to delight and amaze the participants and get them talking and like kind of warm them up and keep them excited. We associate play a lot with kids, and especially playing with your food is something you're taught not to do and it feels childish. But here, you're encouraged to be as adult as possible and play with food. Ich helfe Menschen dabei, mehr Intimität mit sich selbst und ihrem Leben zu erfahren und genießen. Ich habe das Gefühl, das mache ich eigentlich, verdiene ich Geld damit, dass ich das mache, worin ich wirklich gut bin. Und das war aber nicht immer so. Ich bin auf die schiefe Bahn geraten, indem ich so eine akademische Laufbahn eingeschlagen habe und war dann irgendwann im Doktorstudium in Paris und auf dem Papier sah alles richtig gut aus und ich war auch total verloren. Und ich habe dann versucht, einfach durchzuziehen. Ich dachte mir so, ihr hört nicht einfach auf, deine ganzen Mitstudis, die machen jetzt irgendwie voll krasse Karriere. Und du, sonst, wenn du jetzt auch abbrichst, was hast du dann? Irgendwann bin ich an einen Punkt angelangt, wo ich dachte, okay, vielleicht ist es so. Vielleicht bist du eine Versagerin, Alina. Und was dann? Statistisch gesehen hast du noch ein paar Jahrzehnte zu leben. Wie viel bringst du dir jetzt? Hast du Lust zu sterben? Oder bist du bereit zu sterben? Und die Antwort war nein. Okay. So what? Und dann habe ich mich gewagt, einfach diesen Schritt zu gehen und den Doktor abzubrechen
nach Berlin zu ziehen und das zu tun, was ich seit Jahren halt eben nicht mehr getan hatte, und zwar meiner Intuition zu folgen. Wenn ich mich dabei richtig lebendig fühle, mache ich mehr davon. Und wenn ich was mache, was irgendwie gut klingt, aber ich merke, das zehrt an mir, mach weniger davon. Und dann ist eigentlich sehr, sehr schnell alles so in mein Leben gekommen, ohne dass ich irgendwas so an irgendwas rütteln musste. Ich hatte einen Job in Berlin, das ist so ein Nebenjob, da war ich in einem erotischen Massagestudio. Ja? Mein Koffer sagte so, what the fuck are you doing here? Aber mein Koffer war so, Abenteuer. Ich dachte, hey, why not? Das hat mich so auf den richtigen Pfad dann quasi gelenkt, weil ich gemerkt habe, okay, krass, ich bin richtig gut darin, Intimität zu erzeugen, zu halten, zu geben, zu nähern. So. Und Leute brauchen das. Die Liebe, der Sex, die Lust. In der Monogamie vereint, in so vielen anderen Lebens- und Liebeskonzepten getrennt. Sex als ein rein körperlicher Akt und Lust ohne Liebe werden ab 1957 erforscht. Der Gynäkologe William Masters und die Sexualforscherin Virginia Johnson leisten Pionierarbeit. Sie wollten Sexualität beobachten im Labor. Also wie sich die Hautfarbe verändert, wie die Atemfrequenz sich ändert, die Herzfrequenz sich ändert. Was im Genitalbereich an physiologischen Veränderungen führt, was wie eigentlich der Orgasmus funktioniert. Ließen Männer und Frauen in ihr Labor kommen und das war sehr klinisch und die sollten dann da Sex machen, wurden verkabelt und wurden beobachtet und wurden hinterher und vorher untersucht. Es war eigentlich einfach nicht so spektakulär. Spektakulär war, dass sie es machen, nicht was sie rausfanden. Masters und Johnson liefern wissenschaftliche Ergebnisse zu dem, was schon bekannt ist. Sex kann Spaß machen. Was den 20. Jahrhundert charakterisiert, wird diese Separation radikal entre la sexualité et la reproduction, ce qui va donner émergence à ce que le sociologue britannique Anthony Giddens a appelé la sexualité plastique. C'est cette idée que la sexualité est censée d'abord et avant tout nous procurer du plaisir. Ce plaisir doit être partagé, égal. Il n'est plus que l'apanage du sexe masculin. Et il exprime une dimension essentielle du moi. Die 1960er Jahre. Die vorherrschende Sexualmoral will noch nicht weichen, doch eine Revolution ist möglich. Und im Leben des Revolutionärs Rudi Dutschke spielt die Liebe wieder eine Rolle. Er hat mehr oder weniger gesagt, dass wenn wir andere Beziehungen haben sollten, dass wir einander das sagen sollen. Also es soll nicht heimlich sein. Denn wir dachten, heimlich ist sehr zerstörend, wenn man das entdeckt. Nicht? Deswegen sollte es nicht heimlich sein. Wir sollten auf jeden Fall ehrlich darüber sein. Und es soll nicht ausgeschlossen sein. Eingebunden in eine Rebellion, die überwiegend Männersache ist. Im sozialistischen Deutschen Studentenbund, im SDS, dominieren Aktivisten wie Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann. Die Revolutionäre kämpfen für die Befreiung der Gesellschaft, die Frauen gegen das Patriarchat. Gretchens Frage: Wie halten es die Revolutionäre mit der Frauenbewegung? Also diese Männer im SDS, würde ich sagen, in der großen Mehrheit waren sehr Macho-Männer. Und mit der Frauenbewegung hat sie nichts im Sinne, würde ich sagen. Also ich fand das wirklich unmöglich, wie sie sich verhalten haben. Die Revolution und die Liebe. Der große Traum von einer neuen freien Gesellschaft.
und die Geißeln der kleinbürgerlichen Sexualmoral der 1960er Jahre. Es gab diese Kuppelungsparagraph, das heißt, dass Männer und Frauen eigentlich nicht zusammen wohnen konnten, wenn sie nicht verheiratet waren. Als wir das überlegten, wie können wir zusammen leben und wohnen, ohne Schwierigkeiten, natürlich war eine Alternative heiraten. Und als wir das überlegten, haben wir einfach eine Liste gemacht. Die Gründe dafür waren, erstmal man kriegte Geld in Berlin. Dann Woody dachte, wenn wir zusammen wohnen und nicht verheiratet, werden die Eltern Theater machen. Also er wollte nicht Theater mit seinen Eltern haben. Am 23. März 1966 heiraten Gretchen und Rudi. Ihr erster Sohn, José Ache, kommt 1968 zur Welt. Das Ehepaar plant eine politische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die nicht nach bürgerlicher Kleinfamilie mufft. Erstmal der Staat hat Kontrolle über den Mann, Mann über die Frau, Frau über die Kinder. Das war der total autoritäre Aufbau des Staates. Wenn wir die Kleinfamilie ablehnen, dann muss es eine Alternative geben. Und für uns war die Alternative die Kommune. Das war meine Idee, weil ich hatte schon über die Kommune-Bewegung in den USA gelesen. Ich habe Rudi davon erzählt und sagte, wir sollten das auch machen. Ich sage, wenn wir eine Kommune haben, wo es einfach als Teil der Kommune ist, dass alle an allem gleich beteiligt sind, auch die Frauen an die theoretische Arbeit, die Männer am Hausarbeit, dann haben wir einige Antworten auf diese Probleme. Dann haben wir die Kommune-Diskussion angefangen. Das sollte bei uns zu Hause sein. Rudi sagt, okay, ich lade die Leute ein. Ich sage, nein, ich wollte nicht, dass die Macho-Männer kommen, weil ich dachte, die machen das gleich kaputt. Kunzelmann, der in München war, hat davon gehört und gleich sagt, er kommt nach Berlin. Ich sage, oh Gott, er macht alles kaputt. Er kommt, er macht alles kaputt. Unsere ursprüngliche Idee mit dieser Kommune, die eben politische Arbeit machen soll, aber die Frauenbefreiung und diese anderen Fragen im Mittelpunkt stellt, das war nicht mehr da, weil das interessierte Kunzelmann nicht. Und dann haben sie ihre Kommune 1 dann angefangen. Die Kommune 1. Zunächst eine bunte Mischung aus Spaßguerilla, Intellektuellen und Terroristen. Fritz Teufel, Dieter Kunzelmann, Rainer Langhans landen mit grotesken Provokationen in der Presse und vor Gericht. Wenig später dreht sich das Kommunenleben mehr um Sex, Drogen und Musik. Alles soll politisch sein, vieles wird öffentlich werden, vor allem das Konzept der freien Liebe. Die sogenannte sexuelle Revolution steht nun im Mittelpunkt. Je dirais que là où la révolution sexuelle a été naïve, c'est qu'elle a cru que la liberté sexuelle et l'égalité allaient ensemble. Tant que les hommes et les femmes ont des positions différentes dans l'économie et la politique, donc tant que leurs inégalités sociales et économiques restent présentes, la liberté sexuelle ne peut pas aller très très loin. Die wollten freie Liebe praktizieren in ihrer Kommune und im Grunde bedeutet das hauptsächlich, dass die Männer freie Liebe hatten, die Frauen zu wählen, mit denen sie schlafen wollten. Und inwieweit die Frauen freie Liebe hatten, weiß ich nicht. Also das war eine Nebensache, wie die Frauen immer eine Nebensache gewesen waren. Hauptsache Sex und Liebe. Uschi Obermeier und Rainer Langhans, Vorzeigepaar der Kommune 1. Sie verfolgen keine politische Agenda mehr, sondern die der freien Liebe. Ich
Ich bin ja gar nicht aus politischen Gründen dazu, sondern ich habe mich in Rainer verliebt. Das war alles. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht den Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus, überhaupt nichts. Kunzelmann, also es war das Schlimmste, was es gab, der hat mir gesagt, der hat sich mal irgendwie fürchterlich geärgert über mich. Und er hat gesagt, du Fotomodell, du. Das It-Pärchen der 68er-Bewegung. Ihre Liebe ist ohne Besitzansprüche, ihr Sexleben öffentlich. So auch Uschis Affären mit Rockstars. Uschis Begriff war ja, den wilden Mann kennenzulernen, nicht? Praktisch war es halt so, dass wenn Jimi Hendrix damals in Berlin war, dass sie dann halt gesagt hat, ich gehe jetzt und schaue, dass ich es schaffe. Und ist dann mit ein, zwei Frauen dann halt gegangen ins Konzert. Und danach kam sie dann halt mit ihm zurück. Und dann hat sie auch überlegt, ob sie in der Kommune bleibt oder ob sie dann doch lieber mit ihm irgendwo hingeht, im Hotelzimmer. Und das hat sie dann getan. Und am nächsten Morgen hat sie mir dann halt davon erzählt. Und das Gleiche war dann halt mit Mick Jagger und anderen Leuten auch. Wenn die Uschi mit jemand anders, wie mit Mick Jagger und so weiter, loszog, dann wurde ich schon deswegen nicht eifersüchtig, weil ich ja selber einen Anspruch nahm, mehr zu haben als nur Kopf zu und wir zwei und das ist die ganze Welt, sondern nicht Erweiterung, mehr Erfahrungen. Was wissen andere? Auch durch sie. Das Problem war nur, bleibt sie treu. Das wusste ich dann mit der Zeit. Und damit war das schwierig, aber auch schön. Dann ist halt zufälligerweise so passiert, dass ich mich in drei zur gleichen Zeit verliebt habe. Da kann man ja auch nichts machen. Nach der sogenannten sexuellen Revolution kommt die sogenannte Sexwelle. Es geht nicht um freie Liebe oder freie Sexualität, sondern um einen neuen Markt. Der sich entwickelnde Kapitalismus im Umgang zum Konsumkapitalismus, wo darauf ankam, nicht Wünsche zu beschränken, sondern Wünsche auszuplündern, auch finanziell, ist praktisch ohne eine sexuelle Liberalisierung überhaupt nicht denkbar. Es war aus gesellschaftlichen Gründen war eine sexuelle Liberalisierung unumgänglich. Das ist, sie war immanent in dem System, ohne das System zu überwinden, was die Studenten ja eigentlich wollten. Die wollten den Kapitalismus ja abschaffen. Und das, wenn Sie wollen, auch ein bisschen die Tragik der Studentenbewegung, dass sie halfen, die Sexualität zu modernisieren und dabei eigentlich systemimmanenter waren als ihre Väter, die alte Moral, die gar nicht mehr zu dem spätkapitalistischen Entwicklung passte, vertraten. Aber letztlich waren ihre Söhne und Töchter das System viel dienlicher als die Reaktionäre der alten Zeit. Emanzipierte Frauen, Macho-Männer und die Pornoindustrie. Drei apokalyptische Reiter für die kirchliche und spießbürgerliche Sexualmoral. Natürlich sind in der sogenannten sexuellen Revolution, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den westlichen Gesellschaften, einige unterdrückerische, schlimme Regeln gekippt worden. Aber lange nicht genug. Wir leben ja immer noch in sehr ähnlichen Beziehungen wie davor. Also die Grundregeln unseres Beziehungslebens sind eigentlich meistens die gleichen geblieben. Pour moi, la révolution sexuelle a été une extraordinaire réussite. Extraordinaire réussite. Ça ne veut pas dire que cette révolution sexuelle n'est pas empêtrée dans ses propres contradictions. Mais une contradiction, ça ne veut pas dire un échec. Elle a affranchi la sexualité de la notion de péché. Elle a affranchi les homosexuels de l'illégalité et de la honte. Elle a affranchi les femmes de la notion de pureté. Elle a affranchi le couple lui-même de la misère sexuelle. Anfang der 1980er Jahre. Ein neuer Versuch, alte Rollenbilder von Männern und Frauen zu überwinden. Nach dem Vorbild, aber auch in Abgrenzung zur 68er Bewegung. Gerade jetzt, was das Thema Liebe und Sexualität geht, so in diesem Bereich fanden wir die irgendwie ein bisschen rückständig. Anders als Sie sahen wir, dass wir uns erstmal selbst befreien müssen, bevor wir anderen die Freiheit erklären.
Wir also hatten eine total fundamentale Kritik an den Zuständen. Das war ja irre, wie Mädchen zu sein haben, wie Jungs zu sein haben. Und das stellt mir in Frage. Die 80er Jahre. Blütezeit so vieler Jugendkulturen, die das Establishment nerven. Junge Menschen streben nach Freiheit und Selbstbestimmung. Mischa Schöneberg ist unter ihnen und Anfang 20. Berlin 81, das war so ungefähr, wie wir uns San Francisco 67 vorstellten. Das war eines der freiesten Jahre, gerade im sexuellen Bereich, die ich je kennenlernte. Und das war natürlich auch die Zeit der atomaren Bedrohung. Also das heißt, wir lebten auch in Endzeitängsten. Wie ist das, der letzte Kuss, bevor die Himmel explodieren? So war dieses Lebensgefühl. Das Verrückte war, dass die Stadt wirklich diesen Sommer tanzte, als wenn es der letzte wäre. Und 1982 gab es eine Zäsur, die wirklich das Leben veränderte, die sorglose Freiheit beendete. Und die hieß AIDS. Endzeitstimmung und ein Virus, das keine Grenzen kennt. Keine Geschlechter, keine sexuelle Ausrichtung, keine Moral. Aber instrumentalisiert wird. Warum trifft diese tödliche Krankheit besonders homosexuelle Männer? Aber sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Sollen wir weiter völlig ungestört, ohne jede ärztliche Betreuung, an jeder Ecke in den Bahnhofsvierteln, Stricherecken einfach gehen lassen und wegschauen? Die von AIDS Infizierten sind ja doch, spielen für das Leben und die Zukunft gar keine Rolle mehr. Sie müssen nicht nur selbst sterben, sie können auch für die Zukunft der Menschheit nichts mehr einbringen. Mit dieser Angst zu arbeiten, ist fürchterlich. Und damit wurde gearbeitet. Und das ging dann wieder gegen, selbst dieses böse Wort, sogenannte sexuelle Minderheiten, um sie wieder auf Kurs zu bringen oder um sie gar auszudünnen. Das Interessante auf jeden Fall war, dass dann auch die bürgerliche Seite irgendwann erkennen musste, dass ihre Vorstellung, dass es geschlossene Systeme gibt, hier die einen, da die anderen, kompletter Blödsinn ist. AIDS, das vorläufige Ende für eine freie Liebe, für freien Sex, für Schwule wie für Heterosexuelle. Die Ängste vieler Menschen vor AIDS haben ganz offensichtlich bereits zu einer Änderung des Sexualverhaltens geführt. Insbesondere bei den Jugendlichen sei die sexuelle Freizügigkeit aus den Lebensvorstellungen verschwunden. Also, ich weiß nicht, ob man das ein Rollback nennen soll, aber die Freiheiten, die ja doch teilweise in den 60ern begannen und in den 70ern ohne jeden Zweifel forciert wurden. Diese Gefahr, dass das plötzlich stoppte, die war groß. Etwa 10 Jahre nach Ausbruch von AIDS. Seit Anfang der 1990er Jahre leben Menschen in der Nähe von Berlin eine Utopie, ein soziokulturelles Modellprojekt. Es geht um freie Sexualität, Liebe ohne Besitzanspruch. Es geht um die Freiheit, im Kleinen wie im Großen. Das ZEC als Kulturmodell hat im Grunde eine große Vision. Es geht um Frieden in der Welt. Und ein Grund für Unfrieden ist tatsächlich, dass es Krieg zwischen Männern, Frauen, zwischen Menschen gibt, gerade im Bereich der Liebe. Und dafür ist das ZEC sozusagen wie entstanden, um zu forschen, wie kann es eigentlich zu diesem friedlichen Zusammenleben kommen. Wie hier, wie so oft in den letzten Jahrzehnten,
Der Versuch, die Liebe zu befreien. Auf 16 Hektar Land leben im ZEK um die 100 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. Das Zentrum finanziert sich über Workshops, Seminare, Festivals und Gästeübernachtungen. Eine große Kommune, eine kleine Welt, in der jede und jeder leben und lieben kann. Ich war gerade frisch beamtet auf Lebzeit. Und nach 7 Jahren wusste ich aber, ich hatte irgendwie mal so einen Zyklus durchlaufen und das hat alles Freude gemacht. Aber ich habe gedacht, Mensch, ich bin jetzt 30 und jetzt mache ich noch 35 Jahre so weiter. Ich wusste, irgendwas muss noch kommen im Leben. Und dann bin ich mit meinem Freund, den ich da schon vorher kennengelernt habe, ins ZEK gegangen. Im ZEK leben verschiedene, ich sag mal, Konstruktionen. Es leben hier Paare, es leben hier Familien, es leben Menschen, einzelne Menschen. Es gibt Menschen, die monogame Beziehungen leben. Es gibt Menschen, die Freundschaft plus leben und Polyamor leben. Also auf der Ebene gibt es eine große Vielfalt. Ich habe in meinen 20ern lange in einer monogamen Beziehung gelebt und habe dann mit meinem nächsten Partner eine offene Beziehung kennengelernt. Und wir haben Kinder miteinander bekommen und sind dann ins ZEK gezogen. Wir kannten das ZEK also schon seit den 90er Jahren. Für mich war das immer eine Kraftquelle, ein Kraftort, an dem wir aufgetankt haben. Die Grundidee ist immer noch die gleiche, wie wir damals angefangen haben. Das hieß es Aufbau einer gewaltfreien Kultur. Und das in allen Ebenen und vor allem auch in dem Bereich, wo so viel Sehnsucht ist und so viel, aber auch Missverständnis passiert, nämlich im Bereich der Liebe. Es war, hieß auch immer ein Projekt zur Rettung der Liebe. Die Rettung der Welt durch die Rettung der Liebe, durch die Befreiung der Liebe. Ich habe Liebesbriefe gefunden im Mülleimer. Du hast eine Geliebte. Du spielst nicht mehr nach. Du zwingst mich dazu, dich zu kontrollieren, weil du eine heimliche Geliebte hast. Und du zwingst mich dazu, heimlich etwas in den Papierkorb zu werfen, weil du mich immer kontrollierst. Das ewige Leid und Lied von der Liebe, der Treue, der Eifersucht und vom Vertrauen. Was auf jeden Fall immer eine Schwierigkeit ist, die Frage mit der Eifersucht. Sehr klar. Und am Anfang haben wir gesagt, Eifersucht gehört nicht zur Liebe. Stimmt vielleicht als Endziel, aber trotzdem habe ich sie jetzt erstmal. Beziehungen frei von Besitzansprüchen. Liebe frei von Eifersucht. Das ist keine Utopie, aber auch keine Garantie für ewige Liebe. Es geht ja auch meine Liebe auseinander, das passiert hier auch. Lebt aber am gleichen Platz mit einer neuen Frau. Also das sind schon auch Sachen, wo dann manche gesagt haben, das ist mir jetzt too much und dann auch ausgezogen sind. Und wenn es aber gelingt, da, sag mal, über diese Schwelle zu gehen und dann vielleicht nach 2 Jahren sich wieder richtig tief zu befreunden, dann ist es richtig toll. So wie ich jetzt mit meinem langjährigen Freund, mit dem ich vor 31 Jahren hier eingezogen bin. Wir sind schon lange kein Paar mehr, aber ich fühle mich ihm tief verbunden in Freundschaft. Und wir hatten alle möglichen Phasen zwischendrin. We feast. Hier feiern Menschen ihre Sexualität, ohne immer in einer Liebesbeziehung zu sein. Sie lassen sich nicht vorschreiben, wie sie lieben sollen, sondern erkunden neue Spielregeln. We would like to hear from you, all of you, of course you can choose to skip, 2 things that you would like to either give, receive, take or allow tonight. Okay? I can start. So right now I feel like I would love to receive very tender kisses in this area and maybe some whispers in my ear. I'm really feeling that.
And what I would be happy to give would be some gentle flogging. I'd like to receive like gentle kisses up my legs, mm-hmm. and I would like to give head. Yeah. I would really like to be kissed. I feel open to giving an experience with rope. A head to toe worship in all forms is my bag, so that's definitely what I'd like to receive. I know that for sure. straight up, that's exactly what I want. Especially foot worship, I just love that. It's like really gentle and sensual, like getting them like in a position where they can't really free themselves and then slowly and sensually devouring. Thank you for planting the seeds, for putting things out there. And like seeds and flowers, like they don't need expectations to grow, right? Expectations don't help them, right? Give it some air, give it some water, give it some fucking time, feel it, and then see what happens. Nama fucking stay. Das ist ein Verdacht, dass Sexualität außerhalb von Liebe die fairere Sexualität ist. Weil sie fairer deswegen, weil sie weniger gefährdet ist von Ausbeutung. A hand grips the back of my head. My lover wants to be inside me. May I be the first, he whispers. As he claps the hand on the other man, I pull him towards me and he slips inside of my legs. I grab his hair, run my fingers through it. And taste his lips again. And he pushes into me. And with a mutual breath, I squeeze him tightly. Oh my God, he whisper. Fuck me. Missverständnis, dass Leute nicht unterscheiden können zwischen Sex und Liebe. Das halte ich für eins der großen Übel, denn unsere Idee oder auch Erfahrung war, dass wenn man erstmal sexuell viel Spaß erlebte, dann kann man überhaupt erstmal unterscheiden, was das Besondere an einer Liebesbeziehung ist. Also die Sexualität kann helfen, die Sinne zu schärfen für das, was Liebe eigentlich ist. Mischa Schönebergs Liebe, Rio Reiser, Frontmann der deutschen Rockband Tonsteine Scherben. Sie sind laut und anarchisch, sie sind berühmt und Teil der Hausbesetzerszene von Berlin. Mischa war Wegbegleiter der Band und viele Jahre lang Geliebter von Rio Reiser. Irgendwann haben wir was ganz Verrücktes getan, denn wir sind nach Berlin gezogen in eine Dreizimmerwohnung mit Bad, Balkon und Badewanne. Übrigens ganz lichtdurchflutet und mit Blick auf den Mariannenplatz. Und das Verrückteste aber war daran, dass es uns gefiel. Obwohl Rio kannte das nicht, ich kannte das nicht. Also eine bürgerliche Form. Er kochte, ich kaufte ein, er brachte den Müll herunter, ich machte die Küche. Also wirklich auch so aufgeteilt. Ich will dich, aber nicht verkehrt. Ich erziehe und habe lernen, dass du mit niemand anderem pennst.
Nicht nur du und ich allein. Könnte das nicht schön sein? Das war die Vorgabe unseres Konzeptes. Und nun habe ich mit Rio ein Jahrzehnt verbracht und wir haben so ziemlich alle Phasen einer oder Konzepte einer Beziehung so durch am Anfang. Irgendwann kam man dann an die Grenzen. Ja, also bin die eher in Rios Charakter lagen als in dem Konzept der Freiheit. Denn Freiheit kann nur bedeuten, es gibt Freiheit für jeden. Und nicht, dass Könige sich die Freiheit nehmen. Das haben sie schon immer getan. Sag mal, hat jemand meine Krone gesehen? Die Liebe, ein Kind der Freiheit. Keine Könige und keine Untertanen. Keine Freiheit ohne Gleichheit. Das ist möglich, aber nicht einfach. Eine Schattenseite ist, dass Menschen herkommen und sich einfach gnadenlos überfordern. Oder die kommen in meine Praxis und sagen, ja, ich habe mich verliebt und dann bin ich mit der Person in Urlaub gefahren und jetzt gibt's Knatsch in der Beziehung. Ich meine, kein Mensch würde verlangen von dir, wenn du sagst, ich fange jetzt hier an zu wandern, zu sagen, ja, dann kauf dir Wanderschuhe, wir gehen ins Himalaya. Wir gehen gleich mal auf den Mount Everest, mal gucken, wie das dann so klappt. Und so verhalten sich die Menschen aber in Liebe und Beziehungen oft. Und denkt, ja, das muss man doch alles wie von selber können und es muss doch wie von selber laufen. Es läuft es aber nur am Anfang. In der Phase der Verliebtheit, wenn das noch so richtig hormongesteuert aufeinander pritzelnd der Sex entsteht und so, dann redet man nicht, dann macht man Sex und alle sind glücklich. Und dann kommt aber die Phase, wenn dann dieser Hochstrom Eros vorbei ist, dann denkt man, und jetzt? Okay. Und die Phase wird kommen, wissen wir alle. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Sprechen darüber zu üben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, Liebe ist lernbar und Liebe ist eine Entscheidung. Und wenn ich Liebe als Weg begreife und nicht als Zustand zum Beispiel, dann habe ich schon mal viel gewonnen. Weil es ist auch ein Fakt, dass Liebesmodelle im Laufe des Lebens sich verändern. Enfin, n'importe quoi, et que d'une fraction de seconde, ils oublient que le temps existe. Ils oublient qui ils sont, et ils fusionnent totalement avec l'expérience qu'ils sont en train de faire, que ce soit n'importe quoi. I recognize that this is unlike anything that most people have ever experienced, and that it's not something that's super mainstream. And at the same time, I just really don't feel like anything from what we're doing is particularly out of the ordinary. And if anything, it really shows that humans are humans are humans are humans. Sexuality is so shame-ridden and so taboo-ridden, even in our supposedly very liberal and sexually liberated Western, like, contemporary world, you know? So even if just to
show and really see that living sexuality in an open way isn't vulgar, but is actually really intimate and beautiful, and that sexuality can be free. Le sexe, est-ce qu'on libère l'amour? Ça voudrait dire que l'amour est déjà contraint. Ça voudrait dire que l'amour est quelque chose de non libre. Si l'amour, il est codifié dans une relation avec certaines normes, pour certaines personnes, il est libre, pour certaines personnes, il ne l'est pas. Mais si on prend l'amour en tant qu'absolu, l'amour est tout le temps libre. Da habe ich auch die ganzen Hollywood-Filme geguckt und die Jane Austen-Novellen gelesen. So, kriege ich das irgendwann so richtig aus meinem System? Nö. Also ja, wenn da jetzt so ein Ritter auf weißem Schimmel kommt und der ist richtig cool, klar bin ich dabei. So, aber wäre es mein Ideal, jetzt irgendwie meine andere Hälfte zu finden und bis an unser Lebensende in dieser Zweisamkeit zu verbringen, um Gottes Willen? Nein, bitte nicht. Ich habe ein paar Beziehungen gehabt, aber das war nicht so eine Liebe. Nicht? Also das war nicht mit Absicht oder so. Aber wenn man so einen Mensch geliebt hat wie Rudy, der so speziell war, ist vielleicht schwierig. Ich weiß nicht, man vergleicht vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das ist schon, manchmal vermisse ich ihn doch. Die Liebe ist niemandens Kind, sie ist. Sie ist das, was vollkommen unklar ist, aber was wahrscheinlich den ganzen Kosmos zusammenhält. Und das ist so was Großes und so was Mächtiges, wo man ja auch in Demut begegnen darf.